Okay, dann machen wir mal weiter. Ich habe es jetzt noch mal probiert, dieses scheiß Delay von der Capture-Karte wegzubekommen. Es geht aber nicht. Kann ich ganz kurz erklären, ich benutze eine AVR Media. AVR Media Lite, glaube ich, heißt das Ding. Das ist eine externe Capture-Karte, ist einfach das HDMI-Signal geht halt rein in die Capture-Karte. Man kann mit einem zweiten HDMI-Kabel das auch wieder dann rausholen, ganz normal auf dem Fernsehbildschirm. Und über den USB-Anschluss natürlich dann auf dem Rechner. Auf dem Rechner wird aber dann nur praktisch das Vorschaubild angezeigt. Und du hast so ein kleines Overlay, was dir das Aufnehmen erlaubt. Und spielst eigentlich über dein HDMI-Bild und lässt halt die Aufnahme nur mitlaufen. Wenn das funktionieren würde, alles gut und schön. Es geht aber nicht, denn sobald ich auf die Aufnahmefunktion dieser Capture Card drücke, kommt diese Szenen sind Copyright geschützt, so eine Anzeige, und die Aufnahme funktioniert nicht. Das hat sie noch nie, seit ich die Capture Karte im September letztes Jahr geholt habe. Das hat sie noch nie gemacht und das ist das Problem. Das hat 11.3. im Jahr 723. Mir fehlen die Starter für die sicher zur Miasma-Gewinnung. Doch ich nehme nur Neugeborene, die mit meiner DNA gefertigt wurden. Ich verringere somit einige lästige Formalitäten für die Produktion meiner Soldaten. Schon bald haben wir stetigen Nachschub. Nach Überwinden der Startschwierigkeiten steht einer Massenproduktion nichts mehr im Weg. Mit diesem Plan könnte ich das Imperium schon in wenigen Monaten mit Millionen von Soldaten versorgen. Womit habe ich bisher gekämpft? Okay, und das, was ich jetzt mache, damit ich es halt aufnehmen kann, ist einfach, ich capture dieses Vorschaubild, was mir über den USB-Eingang gegeben wird, ab. Und das heißt, ich habe diesen Delay von der AVR Media zum PC hin, und dieser Delay ist halt fast 3 Sekunden, was ich auf dem ersten Anschein nach nicht viel ist, aber es reicht halt, dass man, wenn man drückt, eine Taste drückt zum Beispiel, hätte man die halt schon 3 Sekunden vorher drücken müssen. Abwehrprogramm aktiviert. Ich kann nicht mehr. Und so kommt es halt bei jeder Aktion. Ich will nicht mehr. Ziel gefunden. Eliminierung eingeleitet. Natürlich ist eine Rakete. Willst du mich verarschen? Hallo? Was soll der? Alter. Noch eine? Kann ich auch umskillen? Er hat nur diesen Quatsch, ey. Na, hier könnte man die Sniper nehmen.
Und runter hier, ihr. Guck, wären die runtergekommen, hätte ich auf die Tanks schießen können, wäre alles explodiert, fertig. Nein. Könnt ihr das lassen? Okay. No. Hatten wir es nicht gerade? Dann halt nicht. Ja, ja. Gehst du hier auf oder muss ich hier sterben? Quatsch, er lädt ja gar nicht voll auf, weil der Balken, weil der Erholungsbalken ja weg ist. Nicht gut.
verarsch mich halt. Richtig doch. Nicht gut. Ja, und dafür habe ich jetzt hier fast 12 Minuten gebraucht und alle anderen. Keine Ahnung, die brauchen da 5 Minuten für höchstens. Was bin ich überhaupt? Oh, fuck. Was bin ich? Lol, das ist eh... Da ist jemand. Warum sah der jetzt so eher aus, so ähnlich wie Ponto? Sag, was wurde aus deinem verlorenen Sohn? Was meinst du? Das Exemplar, das Lucis mir gestohlen hat. Genau. Ich dachte mir, es wäre schön, wenn ihr euch endlich mal wiederseht. Und hab ihn eingeladen. Schließlich bin ich dir zutiefst zu Dank verpflichtet. Für Insomnias Fall. Und sicher willst du auch endlich wissen, wer oder was du wirklich bist. Zeit für ein rührendes Wiedersehen zwischen Vater und Sohn. Nein! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Ich soll an so einen schrecklichen Ort wie diesen gehören? Mein wahres Zuhause? Mein Vater? 8.4. im Jahr 756. Endlich ist es mir gelungen, einen Mac mit Sicherbewusstsein zu kreieren.
Ich habe meiner Schöpfung den Namen Diamantwaffe gegeben. Durch die Instabilität seines Bewusstseins lässt er sich nur schwer kontrollieren. Bei Aktivierung zerstört er daher alles in seiner Umgebung. Doch er besitzt unvorstellbare Kräfte, die sich mit keiner unserer Waffen vergleichen lassen. Selbst Insomnia, die letzte Bastion Lucis, wird durch den Einsatz meiner neuen Schöpfungen nun fallen. Und auch der Kristall wird an uns gehören. Schon bald kann ich den heiligen Stein der Legenden erforschen. Ich kann den Tag der Unterzeichnungszeremonie kaum abwarten. Der Angriff auf Insomnia. Besidia steckte also hinter all dem. Er hat alles zerstört, was uns wichtig war. Ich hoffe, wir müssen gegen das Monster nicht noch kämpfen jetzt. Na, was ist hier wieder los mit der Kamera? Okay, dann. Was ist los? Hast du noch nie einen Siecher gesehen, mein Kind? Hätte Lucis dich mir nicht entrissen, dann wärst du jetzt auch einer. Das kann nicht sein. Du bist mein eigen Fleisch und Blut, geschaffen aus meiner DNA. Du bist einer meiner unzähligen Söhne! Und hättest ein Magitek-Soldat werden sollen! Ich soll? Nein, das... Niflheim hat dir das Leben geschenkt. Und Niflheim sollst du mit deinem Leben dienen! Niemals! Ich gehöre zu Lucis! Ich bin keine Maschine! Wenn du schon kein Soldat werden willst, du Nichtsnutz, dann werde wieder zu einem Teil von mir. Dein Leben soll so enden, wie es begonnen hat. Hör auf! So erfüllt und glücklich war ich noch nie! Heute endlich werde ich stärker sein als sie alle zusammen! Den König von Lucis und sogar die Götter werde ich mir mit meiner neuen Kraft untertan machen. Jetzt ist er tot. Mörder. Ah, Vatermörder. Nein. Erst verliest du deine Freunde, dann deinen Vater. Heute scheint nicht dein Tag zu sein. Nein! Vitalwerte gesenkt. Keimzahl aktiver Plasmodien auf maximalem Stand. Vorgang abgeschlossen. Protokoll XDA-1002. Immortalis wird initiiert. Endlich habe ich dich gefunden. Aranea? Wir reden später. Raus hier! Verdammt, dieses neue Modell sieht nach Ärger aus.
Keine Ahnung, was dir passiert ist. Aber wir müssen fliehen. Komm schon. Willst du hier etwa sterben oder was? Vergiss es. Dafür habe ich nicht den ganzen Weg auf mich genommen. Ziel gefunden. Bergungsprogramm wird aktiviert. Lol. Ziel gefunden. Rückerlangung und Sicherung eingeleitet. Da sind die Schneemobile. Was bist du? Raketenwerfer. Ich müsste da mal durch. Guten Tag. Tschüss. Kennen wir uns? Natürlich. Ja, ich bin schon wieder gleich tot, Alter. Ist ja okay. Warte dort auf mich. Kommst du nicht mit? Ich komme später nach. Aber... Nun geh schon! So, ich hoffe, das steuert sich jetzt nicht wie das Auto. Gott. Stört sich besser. What? Lull. Okay, aber nicht viel. Wow. Und man kann damit an der Wand langfahren. Ich wollte springen. Warum? Hallo? Warum ist er nicht gesprungen? Natürlich. Okay, macht nur so einen kleinen Hopser. No. Puh, nochmal. Oh, nicht absteigen. Bist du bekloppt? Steig da wieder auf. Ah, ich bin genau in die Cutscene noch reingekommen, okay.
soll ich jetzt hin? Ignis essen. Das wäre jetzt was. Diese Stille. Verdammt! Nein, so eine Schnapsidee. Wie oft hast du diesen Unsinn schon versucht? Prompto, was ist? Nun mach doch nicht so ein Gesicht. Ich habe deine Freunde in Tenebrae getroffen. Die Jungs machen sich unheimlich Sorgen um dich. Wird Zeit, dass du zu ihnen gehst. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Ich wusste, dass ich aus Nivelheim bin. Habe ich's meinen Freunden verheimlicht. Aber was noch schlimmer ist, ich bin eine von Besidias Kreaturen. Eines der Monster, die Leben meiner Freunde zerstört haben. Darum
kann ich Ihnen nie wieder in die Augen blicken. Da geht ihr sogar zusammen auf Reisen. Und du hast immer noch keine Ahnung, was der Prinz für ein Mensch ist? Falls du es schon vergessen hast, wir waren mal Feinde. Für Geld hätte ich euch getötet. Aber für dich hat der Prinz seinen Stolz vergessen und mich angefleht, dich zu finden. Wenn das keine Freundschaft ist. Hat er sonst noch was über mich gesagt? So lange haben wir eigentlich gar nicht geredet. Oh. Aber der Gedanke, dass du tot sein könntest, hat besonders ihn sichtlich mitgenommen. Die anderen natürlich auch. Wirklich? Aber was war denn dann mit ihm im Zug los? Wie geht's den anderen? Naja, ist viel passiert. Deine Freunde hatten es nicht leicht, aber sie haben sich trotzdem auf den Weg nach Gralea gemacht. Oh. Okay. Willst du dich ihnen nicht anschließen? Wenn du deine Freunde vermisst, Prompto, dann solltest du sie suchen gehen. Wie denn? Nach allem, was ich jetzt weiß. Natürlich. Ich vermisse sie. Aber wenn sie mich nicht dabei haben wollen? Wenn ich für sie nur eine Last bin. Also echt, irgendwann reißt selbst mir der Geduldsfaden. Überleg dir, was du willst. Du hast Angst, dass deine Freunde dich nicht mehr mögen? Dann geh gefälligst zu ihnen und frag sie. Oder ist dir die ewige Ungewissheit lieber? Wenn du nicht zu dir stehst, wirst du nie glücklich. Also fass einen Entschluss und handle. Morgen suche ich den Prototyp. Du musst also alleine klarkommen, Kleiner. Okay, dann speichern wir hier und dann geht's im nächsten Part weiter. Ciao, Leute.